So, und da bin ich wieder. Ja, jetzt muss ich nur noch die Sachen einlagern, die ich jetzt hier im Inventar habe. Den ganzen Krams. Das hier brauche ich eigentlich nicht, kann ich zerlegen. So, was ich damit machen soll, keine Ahnung. Hatte gedacht, das wäre ein Quest-Item. Aber wir haben ja jetzt jemand Neuen hier. Den Olden. Der sieht cool aus. Ich stell den mal dahin. So. Ah, Fischluft. Meine müden Lungen. Ich grüße dich, neuer Freund. Ich bin ein Fährmann. Ein Hüter der Seelen. Ein Licht in der Nacht. Was für ein Glück für dich, du Zielloser. Ich werde deinen Weg erleuchten. Ich Zielloser. Okay, quatschen wir mal. Der Sammler, zu deinen Diensten. Dank dir, mein Freund, bin ich endlich frei. Alle Namen sind flüchtig, nur Schall und Rauch. Ich habe so viele, wie eine Sanduhr Sandkörner hat. Für dich werde ich Alden sein. Ich bin das Licht, das flussabwärts winkt. Ein verblassender Stern hinter den Nordwinden. Ein Sammler, der irdischen Ketten zerbricht. Ich werde den Schleier für dich lüften, wenn du bereit bist. Der Tribut ist gering. Das verspreche ich dir, mein Freund. Die Schädel unserer Feinde? Die wahnsinnigen Erloschenen werden von Weißglut angetrieben. Sie müssen befreit und zu den Winden des Schicksals zurückgeführt werden. Zertrenne ihren Hass mit der Schwertspitze. Zerbrich ihre bleichen Finger wie Wunschknochen. Rupfe die Goldzähne aus ihren Kiefern und bringe mir den Kopf der einäugigen Bestie in ihrer Mitte, damit wir aus seinem Schädel trinken können. Versammle deine Gefährten und stelle den Schlüssel her, um herabzusteigen. Hi, Falli! Wie geht's dir, Falli? So. Der Segen der Flammen. Alter, wie viel hat der? Die Menschen folgen dir, mein strahlender Freund. Doch warum? Ich sehe ein pulsierendes Licht in deinem Brustkorb, das von Fleisch und Knochen gehalten wird. Interessant. Vielleicht hast du getan, was ich nicht tun konnte. Sie nennen dich Flammblut? Die Flamme bringt also sowohl Segen als auch Fluch mit sich. Oh, wie das Schicksal sich entfaltet und entzweit, um uns zusammenzubringen, Freund. Eine verdorbene Brise. So, er schwebt in der Brise mit jedem frischen Atemzug, den ich nehme, setzt sich ein unbekannter Gestank in meiner Lunge fest. Was ist das? Ein weiterer Fluch? Das Miasma, sagst du? Ein bösartiger Nebel, der die Törichten und Tapferen erstickt. Soll sterbliche Probleme stören, diejenigen kaum, die sich darüber erheben. Du und ich, die wir von der Flamme berührt sind, bleiben unerschütterlich. Ah, du baust gerade in Minecraft rum. Okay. Minecraft. Alles klar. So. Mhm, okay. Ja, wie du siehst, ich bin wieder hier in Enshrouded drin. War über 2 Wochen, glaube ich, nicht mehr drin. So. Beziehungsweise, ich hatte ja den Steam Deck meines Bruders mit, kann ich ja eigentlich sagen. Ein bisschen sammeln konnte ich. Aber ich konnte da über den Steam Deck keine Updates machen, deswegen konnte ich das hier nicht machen. So. Die einäugigen Bestien. Der Nordwind hat sie flussabwärts getragen. Sie kommen von den fernen Felsen, monolithisch und unbeweglich. Mit zyklopischem Blick auf die tanzenden Lichtböen am Horizont. Sie werden von den Schimmern angezogen, wie Motten von der Flamme, und sind verhängnisvoll gierig. Sie flohen, als sie vom Fluch verbrannt und ausgehöhlt wurden. Erweise ihnen keine Gnade. Sie würden dich zu Staub zermalmen, wenn sie die Chance dazu hätten. So, herstellen, was kann ich hier? Düster, dicke Knochenschlüssel. Könnte ich machen. Zauberspruch. Beschwörung. Pfeile. Ektoplasma-Edelstein. Ah, hier kann ich die geilen Tische machen. Und diese Stühle. Oh, wie nice. So, aber ich muss jetzt erstmal einlagern und erstmal rausfinden, wie das mit den neuen Dingen hier funktioniert. Ich will diese Info hier teils verbergen. So. Habe ich für hier irgendwas? Nö. Funktioniert das eigentlich immer noch genau? Ja, es funktioniert. Okay, hier funktioniert das immer noch genauso. Alles erstmal wieder einlagern hier. Der hier ist leer. Was war denn da drin? Habe ich Nägel? Ne, ich habe keine Nägel.
Sowas habe ich auch nicht. Garn habe ich nicht. Das sind aber auch sehr viele Kisten, die ich hier habe. Balthasar hat wieder was. Wir reden gleich mit Balthasar. Hier habe ich, glaube ich, nichts für die Seite. Für die Seite müsste ich aber was haben, ne? Ich wollte schon sagen, was läuft denn da? Mach trotzdem mal vorsichtshalber zu. Nicht, dass ich dann doch irgendwie angegriffen werde von irgendwas. Ich glaube, für die Dinger habe ich nichts. Ordnung muss ich ja auch noch schaffen. Genau, hier hatte ich auch ein paar Sachen gesammelt gehabt. Mit dem Zweitcharakter, den ich hier habe. So. Kann ich das... So, einmal voll machen. Und so. Habe ich die beiden schon mal voll. Nehmen den Stab lieber mal mit und halt die ganzen Pfeile. Ah, ich mache das mit der Maus. Geht viel schneller. So. Ich muss hier auf jeden Fall bessere Ordnung schaffen. So. Ach, die sind jetzt da hinten golden. Okay, legendär. Okay, interessant. Ich hab die Dinger schon, oder war das mein Bruder? Ektoplasm. Ich glaube, Thomas war das. Also mein Bruder. Ich glaube... Warum habe ich die Dinger schon? Ich muss den mal nachher fragen, ob der das war. Der kann ja auch hier hin und wieder mal reinkommen und das hilft mir ja beim Sammeln immer wieder. Vielleicht war er das hier schon. Aber dann frage ich mich, warum hat er den mir nicht schon hingestellt gehabt? Ich muss ihn nachher mal fragen, ob er das war. Dann müsste ich die, glaube ich, auch irgendwo haben. Oder habe ich ihn irgendwo hier auch? Irgendwo rumstehen. Habe ich ihn jetzt zweimal? Muss ich mal gucken. Muss ich mal suchen. Ah, hier. Die Dinger habe ich auch schon. Ich frage meinen Bruder nachher mal, ob er das war. Warte mal. Okay. So, Bandagen. Hier haben wir Essen.
Ja, dieses Einsortieren, das ist immer irgendwie genau das Gleiche. Immer wieder das Gleiche. Auch erstmal sorry, dass das immer so lange dauert, aber ich will ja für jedes Item eigentlich eine eigene Truhe haben. Das werden dann irgendwann sehr, sehr viele Truhen. Jo, die Dinger habe ich auch schon. Das muss mein Bruder gewesen sein. Das hier war ich. Das weiß ich noch. Die Dinger, die groben Feuerstellen, das war ich. Ich habe ja ihr Wurzburg komplett abgerissen. Deswegen habe ich so viel Feuerstein. Jo. Die Dinger sind auch weg. Wo sind sie? Da. Okay, mein Bruder hat die schon gesammelt gehabt. So, hier sind Hales Bücher. Wie viel sind das jetzt insgesamt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 761. So, Wasser. Ich würde mal den Giftschleim hier, den giftigen Schleim hier mit reinpacken. Giftsack, Giftschleim. Und dann haben wir hier noch einen Ofen, beziehungsweise ein Kochdings. So. Packen wir das noch mit darüber. Und dann gehen wir mal pennen. Hier haben wir auch noch einen. Genau, den hatten wir auch hier hingestellt gehabt. Aber ich sag so, die Dinger, ich schwöre, ich habe die selber nicht gesammelt. Ich war jetzt wirklich selber das erste Mal in den Hallen da. Also ich vermute wirklich, dass das vielleicht mein Bruder gewesen sein könnte. Gewesen war. So, hier müssen wir auch noch. Eigentlich, wir müssen hier noch dekorieren. Und noch mehr Leuchten machen. Licht. Aber jetzt würde ich erstmal schauen, was brauchen wir nochmal für den größeren Rucksack. Daraus soll noch irgendwann eine Kirche werden. Die ganzen Truhen werden ja eh noch umgestellt und platziert. So, was will Balthasar jetzt? Über den Sammler. Ich habe dich beauftragt, die Hallen der Erloschenen zu erkunden. Also trage ich wohl zum Teil Verantwortung für unseren neuen Freund. Du weißt, dass ich stets auf der Seite des Lichts wandle. Diese Person jedoch hält sich in den Schatten auf. Unterschlupf für alle natürlich, aber ich rate zur Vorsicht. Diese Kreatur verstrickt die Fäden des Schicksals zu einem chaotischen Gewirr. Welch dunkle Energie. Ich frage mich, woher diese Aura nur stammt. Der hat auch wieder was Neues. Zeugs! So, ich könnte nur aus alten Büchern Bücher machen. Und was sagt sie jetzt? Die gesichtslose Kreatur. Dein neuester Freund ist alleinig dein. An ihm haftet der Gestank der Verwesung, welcher aus seinen Gewändern und Atem sickert. Ich beobachte ihn. Er hält sich in der Nähe des Altars auf, starrt auf das Feuer, den Rauch und die Asche. Ich sehe kein Spiegelbild in seinen Augen, kein Licht. Da kriege ich Gänsehaut, wie damals auf der Holzspitze. Oh, ich finde ihn sympathisch, der hat was. So, bei wem konnte ich jetzt Dings machen? Bei ihr konnte ich einen Rucksack machen, ne? Großer Rucksack. Leder und Leinen brauchen wir dafür. Wo haben wir Leinen nochmal? Hier, 5 Stück. Nehme ich mal. Wo haben wir Leder?
Haben wir hier Leder? Nee. Ich glaube, ich habe noch kein Leder. Kann das sein? Okay, dann packe ich das erstmal wieder zurück. Und dann würde ich mal gucken, dass wir vielleicht irgendwie wissenschaftliche Instrumente, Sonnentempelgeschichten, Webstuhl der Jägerin, eine Imkerpfeife, Plasmapresse für den Sammler. Oh, der sieht cool aus. Herzen aus Eisen, gefangen genommen von Looper. Ein Händler wurde auf der Reise durch die Nomadenanhöhen ausgeraubt. Sein Schicksal kann dir zugutekommen. Suche die zurückgelassene Beute in der Nähe der Riesenknochen. Und die Säulen der Schöpfung. Forscher haben Relikte der Wuka in einem Refugium der Flamme in den Nomadenanhöhen zurückgelassen. Durchsuche das Gebiet und birg die Relikte der Wuka. Taverne von Emily Frey. Oh, da kriegen wir einen neuen Baublock. Hier kriegen wir Wissen, glaube ich. Ich würde den Baublock machen. Ich mag Baublöcke. Ich mache hier zu. Und einmal zu den Dingern. Wo muss ich dafür suchen? Plasmapresse für den Sammler. Das ist im Westen. Okay. Was haben wir hier? Südliche Karawane. Das weiß ich immer noch nicht, wie ich die abschließe. So, gefangen genommen von Looper. Südliche Karawane, Sonnentempelgeschichten, Obeliskenforschung, Webstuhl für die Jägerin. Oh, das ist ganz weit im Osten, genau im Osten. Wir haben da auf jeden Fall einige neue Fragezeichen. Oder wir gehen zu dem Elixierbrunnen als Wegpunkt. Setzen wir den mal. Ausbauen werden wir hier noch später. Genug auf jeden Fall. Aber jetzt will ich erstmal irgendwie auch von der Story her ein bisschen weiter vorankommen und gucken, was da alles noch auf uns zukommt. Weil was Story angeht, ich bin da noch nicht wirklich weit. Schimmersteinmine. So, nehmen wir alles mit. Alles mitnehmen. Kann ich abbauen. Ah, der nächste. Aber schön mit dem Schild einfach drüber braten. Gefällt mir auf jeden Fall. Warte mal. Okay, ich dachte kurz irgendwie, wäre irgendwas hier hängen geblieben. Ja,
Haben wir ganz knapp überlebt. Kann ja mal passieren. Ich würde vielleicht von denen ein bisschen was nehmen. Und dann dadurch. Okay, die Krabbelviecher sind noch nicht da. So, und die Dinger kann man ja abbauen. Wurde mir erzählt. Habe ich auch bei Hel gesehen gehabt, dass man die Dinger abbauen kann. Bronzebarren gibt es hier sogar. Warum habe ich das nicht früher gemacht? Wenn solche Dinger so viel geben, warum? Ich fühle mich ein bisschen doof gerade. Suchen. Auch wieder alles mitnehmen. Am Ende werden wir eh alles wieder wegschmeißen, was wir nicht brauchen. So, Lichtexplosion brauchen wir nicht. Hoppala. Das Trank der Brut. Komm, nehmen wir mit. Erstmal. Wird wahrscheinlich einer der Items sein, die wir dann wegschmeißen. Genauso wie die Knochen. So, Zinnbarren, nice. Nehme ich auch mal mit. Dahinter ist was. Komm, nehme ich auch mit. Ah, hier gibt es auch die Dinger. Wow, Knochen. Ernsthaft? Mir hat schon Meteoritenschauer. So, die ganze Ziegel nehmen wir mit. Da ist nochmal eine Erfahrungsschöpfrolle. Da sind auch noch welche. Nehmen wir mit. Ah, komm. So. Rucksack, was haben wir jetzt, was wir nicht brauchen? Den können wir zerlegen. Ich glaube, das brauchen wir nicht. Den benutzen wir. Knochen haben wir mehr als genug. Weg damit. So, die können wir auch erstmal wegmachen. So.
ist eine Truhe. Kommt man da hin? Muss ich das hier abbauen? Greifenhandschuhe. Brauchen wir nicht. Der hatte nichts. So. Ah, warte, wir haben da eine Sache vergessen da hinten. Das Ding haben wir vergessen. Autsch. Autsch. So. Bronze war nice. Dann brauche ich die Dinger ja nicht mehr selber herzustellen oder irgendwie. Kann dann aber einfach nur die Dinger hier einsammeln. Kaputt machen. Dann habe ich die auch wieder. Und was gibt's hier? Wolfsschlund. Ist die besser als meine? 34 Schaden? Ne. Selbst aufgefertigt. Ich glaube, die brauchen wir auch nicht. So. Das heißt, ich müsste eigentlich... Aua. Ich bin so ein Genie. Irgendwo habe ich wieder eins vergessen. Na doch nicht. Den. Den hatte ich vergessen. Da müsste jetzt da hinten gleich offen sein. So. Fallungsgriffvolle. Hier gibt es auch nochmal drei. Ja, doch mehr. Oh. Hä? Ach so, genau, wegen dem da war das so. So, ich glaube, mehr gibt's da oben nicht mehr von diesen... Ich sag mal Fässer dazu, oder? Doch, gibt's doch noch welche. Ich dachte, hier oben wäre es jetzt. So, besseren Heiltrank, nice. Und wieder.
wieder diesen Miasma-Meteoritenschauer. So, was haben wir jetzt, was wir nicht brauchen? Das, das, das und das. So, Knochen brauchen wir nicht. Davon haben wir auch mehr als genug. Steine brauchen wir jetzt auch nicht. Holzscheite brauchen wir jetzt auch erstmal nicht. Davon haben wir auch erstmal genug. Ein bisschen Platz schaffen auf jeden Fall. Da, Schutt. Weg damit. Wachs, bin ich mir nicht sicher. Erste kriegen wir anders. Rot können wir... behalten wir erst einmal. So, da hinten leuchtet wieder etwas, was wir aber schon zigtausend Mal eingesammelt haben. Hä? Das berühmte Drachenschwert. Moment, was? Drachenschwert? Ich vertraue meinem wissenschaftlichen Instinkt, aber damit bin ich wohl die Einzige. Die anderen glauben nicht daran, dass es das Drachenschwert wirklich gibt. Sie halten es nur für eine Fabel aus einer vergangenen Zeit. Aber die Existenz echter Drachen würde den Ursprung unserer großen versteinerten Knochenvorkommen erklären und könnte die Lücken in der Drachengeierabstammung füllen. Wenn ich das Drachenschwert finden und aus seiner vergessenen Höhle bergen würde, könnte ich meine Theorie festigen. Bis dahin würde ich zum Gespött meiner Kollegen werden, wenn ich meine wahre These verrate. Hatten wir das nicht gelesen gehabt? Aber der Text ist neu, oder wurde das im Nachhinein irgendwie hinzugefügt? Und wieder alles mit. Hier Bücher abbauen. Hier auch alles mitnehmen. Hier kann ich mir zum Skelettkuscheln hinlegen. So, abbauen, mitnehmen. Was hat das hier? Das nehmen wir mit. Den anderen lassen wir hier. Ah, das hier hatten wir gelesen gehabt, genau. So, ich will die Bücher. So, den brauchen wir nicht. Hier haben wir. So, das hier noch. Können wir alles mitnehmen. Hier. So, besseren Heiltrank haben wir wieder voll. So wie gezogen, ne, ist noch hell draußen, okay. Hier gibt es wieder Kupfervorkommen. Hä, dass hier jetzt Fledermäuse sind, ist jetzt auch neu, oder? So, kurz überlegen, wo muss ich lang? Ich glaube, da lang. In Richtung Turm. Ich glaube, ich gehe mal lieber da entlang. Die Großkatzen sind irgendwie viel zu nervig, finde ich.
Paprika sammle ich erstmal nicht. Wo kommt ihr denn her? Bei dem fliegt auch was Dingens hier, was Grünes immer raus. Haben wir schon an dem Turm? So, Knochen können wir wieder löschen. Ich glaube, an dem Turm waren wir schon. Ah, hier ist auch noch ein Elixierbrunnen, das wir noch nicht gemacht hatten. Okay. So, was ist das Blaue da? Achso, das ist Miasma. Das ein bisschen grün leuchtet sogar hier. So, noch knapp 400 Meter sind wir da. Na du? Hier, da kommt was grünes Leuchtendes raus. Aus ihm. So ein grün leuchtendes Etwas. Komm. Aus ihm jetzt nicht. Da kommt zwar was blau leuchtendes, aber das ist was anderes. Das zeigt nur, dass er tot ist. Ich glaube, auf der Seite vom Krater waren wir auch bisher noch nicht. Da unten irgendwo, okay. Wieder so ein Ding. So, ich fliege mal direkt darüber. Natürlich sind hier wieder eine Horde am Gegner. Ah nein, die Käfer.
Alter. So, das Ding erstmal wegmachen. Jo. Ja, jetzt haben wir den. Ach ne, wieder so einer. So, vielleicht erstmal. So, nochmal heilen. Den auch erledigt. So, neuer Ort kartiert. Dann nehmen wir mal alles mit. Ich muss aber noch schauen, wie ich jetzt wirklich diese also die größere Tasche hinkriege. So, dafür sind die Bomben wenigstens gut. Was haben wir da? Flammenschild, legendär. Ist der besser als meins jetzt, oder wie? Nö. Weg damit. So, was haben wir, was wir jetzt gerade nicht brauchen? Die Dinger. Nein! Bin ich auch noch aus Versehen darunter gefallen. So, da komme ich jetzt nicht ran. Mystikerstiefel? Nee. So, das nehmen wir mit. Das und Bronzepfeile. Die Tücher lassen wir mal.
brauche wieder ein Bügeleisen. Rostiges Kurzschwert könnten wir für diese Münzen gebrauchen, aber sonst so nicht. Okay, eine Höhlenpassage. Ah! Führt uns hier raus. Und es ist wieder nass. Was denn auch sonst? Hier ist auch dieser grüne Miasma-Schleim. Was ist der Unterschied zwischen dem blauen und dem grünen Miasma? Beziehungsweise zwischen dem roten und dem grünen. Achso, hier können wir drauf. Okay, es ist wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Nein, ich wollte das andere da. Das. So, wenn der Straße folgt. Wir müssten irgendwie unsere Flammenaltäre nochmal aufbessern, damit wir länger im Jasmin bleiben können. Denn ich glaube, 10 Minuten, die wir haben, das reicht nicht aus. Es gab, glaube ich, auch sogar noch ein Skill, das irgendwie einen nochmal 5 Minuten schenkt oder so. Und unser Schwert dürfen wir auch schon wieder reparieren gehen. Na klasse. So. Zum Glück gibt es diese Dinger. Ah, jetzt sind wir im blauen Miasma-Bereich. Guck mal, wohin das hier führt, nach Norden. Ob wir hier dann rauskommen? Irgendwann? Nicht, dass es heißt, dass wir jetzt die komplett falsche Richtung gelaufen sind. Jetzt sind hier wieder Stufe 15 gekommen. Gerade als. Gerade als noch 16, jetzt noch 15. Das nehmen wir. Das Geschäft des Breitschwert, Stufe 15. Lassen wir mal. Ich glaube, wir haben mittlerweile so viele Münzen, wir müssen die nicht mehr sammeln. Nicht mehr aktiv zumindest.
Ah, ne, die roten wieder. Ist der hinter mir her? Nee. Der hat mich nicht wahrgenommen. Okay. Okay, wo gehe ich hier rein? Stufe 8 und Käfer. Ist das gut, was ich hier mache? Hä, wo bin ich denn? Da oben ist eine Truhe. Und hier ist ein Käfer. Nein! Der meint überlebt. So, aber jetzt zur Truhe. Ach, ein Greifenhelm. Brauche ich nicht. Haben wir schon einen. Gut, dann warten wir. So, jetzt muss es doch reichen bis ganz nach oben, oder? Oder auch nicht. Erstmal einfach sitzen, warten. Die Lunge ein bisschen kaputt machen. Hier bin ich jetzt. So, was mit dir? War das gerade ein Geschrei, dass ich ihn wie auch noch aus Gothic kenne? Dein Ernst? So, erstmal den hier weg. So, noch eine haben wir jetzt. Wir haben wieder vier. Wenn du einen Block mit einem Nahkampfangriff durchbrichst, erleidest das Ziel 2 Sekunden lang 100% mehr Nahkampfschaden. So, was können wir hier? Einhändige Schwerter und Äxte anzugreifen. Tun, wenn sich 3 oder mehr Feinde im Umkreis von 20 Metern reduzieren. Oh! Wir den hier dann machen. Dann
Noch mal ein bisschen in Stärke. Stärke sind wir jetzt bei 10. Ich hätte hier vielleicht gehen können. So, da haben wir die nächste Truhe. Mystiker Rose brauchen wir nicht. Und draußen ist hell geworden. Neuer Ort kartiert. Bergbauschacht. Was ist das da? Ist das Eisen? Ich mache mir Sorgen wegen den Fässern, wenn ich da jetzt gegenhaue. Ja, an den komme ich dran. Die falschen. Die falschen Pfeile ausgerüstet. Hier, wie wär's mit denen? Rüste die mal aus. Mal gucken, wie gut die sind. Ernsthaft, wo genau bin ich hier? Hier gibt es Bücher. Ich würde die gerne einsammeln. Bergbauschacht. Hier gibt es was zu lesen. Vorübergehend außer Kraft gesetzt. Leuchtenstein kann keine Waren für Reparaturen mehr empfangen. Wir müssen das überfällige Paket vorerst behalten. Ich habe es auf der Kranplattform platziert. Kranplattform? Ah, da haben wir es. Bugmauersteinblock. Hier sind wir, okay. Aber was war das jetzt für ein Erz da unten? Sorry, muss kurz husten. Okay, unten bekämpfen sich auch irgendwas. So, genau da. Ah, hier. Ich kann auch das von hier oben abbauen. Wie viel Platz habe ich noch im Inventar? Genug. Dein Ernst? So. Ah, hier haben wir Zinn. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir auch uns eine bessere Spitzhacke organisieren. Nein!
Ja, super. Oh nee, jetzt kommen die wieder. Wie weit oben fliegt der denn? Den treffe ich auch nicht. So, gibt es noch irgendwas zum Einsammeln mitnehmen? Da hinten ist eine Hütte. Und hier ist ein Wasserbrunnen. Der hat mich nicht im Visier. So, noch mal ein bisschen Wasser. Und jetzt ist es leer. Okay. So, Antiseptikum, perfekt. Hat er hier noch irgendwas? Nee, hier kann ich kein Ausgrüßbuff kriegen. Schade. Da oben scheint irgendwas zu sein. Schrein der Flamme ist da. Okay. Hier ist die Quest. Böse Mieze. Mein Schwert hält nicht viel aus. So, ich laufe mal hier so querfeldein. Obwohl, hier sind auch wieder diese versteinerten Dinger. Und das sind Drachenknochen, ne? Boah, ich hoffe, die fügen wirklich irgendwo weg. Ich hoffe, die fügen wirklich irgendwann so Drachen ein, die auch vielleicht diese Größe haben. Fände ich geil. Da sind diese Miasma-Gegner wieder. Ah, und die Säbelzahnkatzen, die gehen mir auf den Sack.
Ja, aber Moment mal, wenn das jetzt eigentlich die Rippen sind. Wie groß wäre dann eigentlich der Drache gewesen? Das wäre irgendwie nur ein Schritt und der wäre schon auf der anderen Seite der Map. Und hier sind ja, glaube ich, mehrere solcher riesigen fossilen Knochen. Oh nein. So, ich hoffe, da vorne haben die irgendwie ein Bügeleisen. Das sieht schon so. Ne, das sieht nicht nach einem aus. Aber da vorne ist etwas, was ich noch nicht gelesen habe. Ich suche jetzt aber ein Bügeleisen. Wird schon lustig, was die hier sagen. Unverständlich, aber nein. So, nach ganz oben geschafft. Was haben wir hier? Eine Wolfskralle. 40 Schaden. Hoppala. Ich nehme die dann mal. Rüste die vielleicht auch erst einmal vorübergehend aus. So. Schon ein bisschen was ausgehalten. So, komm her. Freddy, das war ein Versehen, ja? Das war ein Versehen. Das war nicht mit Absicht. Wünschte, ich hätte in dem Fall irgendjemand anderen da mitgenommen gehabt, statt Lester. So, der Schlund des Drachen. Lass die flinken Finger bei dir. Bleib den hohen Klippen fern. Ein Drache ruht dort in den Höhlen. Bleib tief und fest im inneren Kern. Er fasst ein Schwert in seinen Maul. Doch sei gewarnt, du kleiner Wicht. Wenn dir deine Finger lieb sind, ergreifst du es wohl besser nicht. Denn sind wir ehrlich, für junge Händchen ist das Schwert nun mal zu groß. Des Drachens Zähne sind nicht spärlich, wenn du es nimmst, wird er erbost. So bleibe weg vom Drachenschlund und spiel zu Hause brav und fein. Nimm nicht, was dir nicht gehört, sei so lieb und lass es sein. Schönes Gedicht. So, aber hier war jetzt, nein. So.
Freddy, wirklich, es war ein Versehen. Es, so, das nehmen wir mit, das und das. Der jetzt auch noch. Okay, warte mal. Den haben wir geschafft. So, noch ein paar Bronzepfeile. Freddy, kannst du es mir verzeihen? Irgendwie. Ich glaube, da komme ich nicht so einfach ran. Muss ich so. Den hatten wir. Da ist noch so ein Gift, Gifttyp. Das, das und das. Oh ne. Also, ist doch nicht der Gifttyp. Ich will aber weiter in die Richtung kommen. Wir gehen einfach. Wir gehen einfach. 3 Folgen hast du nachgeholt und. Und du dachtest, du drehst durch. Ja, ich glaube, das ist die Folgenphase, wo es bei mir richtig schlimm ist, wo es richtig, richtig schlimm ist bei mir. Glaub mal, freu dich schon auf Folge, ich glaube Folge 80 oder 81, wo da wirst du dir auch noch die Haare rausreißen. Weil, naja, sagen wir mal so, ich habe sehr lange ja nach Xardas gesucht. Das ist das, was ich eigentlich abbauen wollte, dieses Lumineszenzzeug. Ja, das ist es. Das ist das, was ich gesucht hatte auch. Was mir fehlte für, für den Leuchtblock. Ja, ich glaube wirklich Folge 80 oder 81 wird es sein, in Nordmar. Wo du dir sagst, so wie dumm kann ich sein, ich bin schon kurz davor. Und ich glaube, ich habe mich da weggeportet oder so. Und dann stelle ich mir da die Frage, wo ist Xardas? Und bin da nur noch 3-4 Meter von dem entfernt. Was jetzt noch kommen soll, einiges Schlimmes. Ich weiß nicht warum, aber ich krieg's glaub ich immer wieder hin, dass Leute bei mir durchdrehen, wieso macht er das so nach dem Motto. Wie kann man nur so doof sein? So, nehmen wir mit. Weißt du, warum ich erfahren habe, dass da, wo ich mich weggeportet habe oder weggegangen bin, in eine falsche Richtung gelaufen bin so und dann so doof frage, wo ist Xardas, obwohl ich vielleicht nur ein paar Schritte weg war, bis ich dann seinen Turm hätte sehen können, weil ich in Folge 100 Xardas gefunden habe.
Ach, hier sind wir. Bei dem... Bei den Viechern. So, ich muss irgendwie an dem vorbei, ohne angegriffen zu werden. Hier, da haben wir den nächsten Drachenfossil. Wie viele Drachen... das Rot ist mir erstmal, ne? Da komme ich noch nicht hin. Warte mal, 20 Minuten auf einen Orkhaufen geschossen und 100 Pfeile eingesammelt. Ist heute die Folge gewesen, wo ich Silden befreit habe, oder welche ist das? Nein, okay, da ging daneben. Gefangen genommen von Luca. Ah, hier waren noch zwei Quests. Okay, dann zum Tagebuch. Dann machen wir gefangen genommen von Luca. Wenn das hier ist. Position erreicht. Mystica-Tunika. Brauche ich nicht. Mieze-Katze. Ich finde es schön, wenn man an diesen Dings hier entlang läuft. Oder gegenknallt. Dass er Schädel rauskommt. Okay, und was war das hier jetzt? Vielleicht die Stadt da vorne? Habe ich da irgendwas vergessen? Ich war da schon mal, glaube ich. Ich glaube, ich muss wieder nach oben. Nein, das wird nicht funktionieren. Out. Boah, knapp überlebt. Ganz knapp. Oh nein, die Spinnenhöhle. Gibt es den Durchgang? Nein. Das war ein dummer Einfall. Geht weg. So, den Wookie. So, mitnehmen. Das arme Hühnchen. Ah, nein, nicht der schon wieder. Na, aber echt, Freddy, wirklich bei irgendwo um Folge 80 herum und Folge 100 herum wirst du dich auf jeden Fall nochmal richtig aufregen. Nee, das ist nicht die Stadt. Das ist da hinten irgendwo, was ich suche. Oder da oben. Das ist da oben. Oder unten. Kann auch sein. Was auch immer ich hier auch suche. Ah, da
Harvey gesucht. Jo, hör auf. So, nochmal sowas. Jo. Jetzt bin ich draufgegangen. Toll. Was? 1,5 Kilometer muss ich jetzt laufen? Nein. 1,5 Kilometer jetzt. Ja, super. Wo genau? Oder ich porte mich hier hin. Okay, jetzt sind es nur noch 1 Kilometer. So, ich hoffe, das reicht aus. Vielleicht fliege ich mal dahin. Dann machen wir so. Nochmal kurz abwarten, das aus. Ach, die schon wieder. Leuchtet. Ja. Mach mal so. Und noch einmal. Ja, perfekt. Alles mitnehmen. Da komme ich nicht mehr hoch. Vielleicht so. Natürlich muss es jetzt auch wieder dunkel werden. Was denn auch sonst? Ah, auf der anderen Seite gab es noch einen Weg da hoch. Okay. So, jetzt ist mir zu dunkel. Boah, ich dachte, ich falle jetzt hier runter in den Tod. Ich dachte, ich falle da jetzt runter. Ohne Ausdauer, keine Möglichkeit, irgendwie Fallschirm zu nutzen. Nein! Böse Katze. Und keine Ausdauer. Hier, da ist ein Hühnchen. Könnt ihr dir das? Böse Katze. So. Haha, du kommst hier nicht hoch. Nein. Aber okay, hier kommen wir hoch. Okay, dann würde ich sagen, ich mache hier jetzt nochmal ein kleines Päuschen und werde gleich wieder da dann.